So, herzlich willkommen. Heute machen wir mal ein schönes Video, wie man mit diesem wunderschönen Fahrzeug, dem lang ersehnten Suzuki Escudo, also ja, bekannt unter Pikes Peak, was Schönes machen kann. Und zwar versuchen wir mal, den von den 850 LPs auf einmal unter 800 und einmal sogar unter 700 zu bekommen. Warum, wieso, weshalb? Ganz einfach, wir wollen den auch in diesen bekannten 700er und 800er Rennen fahren. Gucken mal, was der so alles hat. Ich würde also mal noch Intermediates und Starkregen holen und ein anpassbares Getriebe. Der Rest ist eigentlich ganz okay. Drehmoment haben wir drin, Differential ist auch. Ja, passt. Gehen wir mal einkaufen. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit, ob ich das dann drin lasse, weiß ich noch nicht. Kann sein, ich schneide es raus, mal sehen, wie lang das wird. So, so viel gibt es ja gar nicht zu holen. Ich würde jetzt sogar mal die Sportweich kaufen. Das ist manchmal so ein kleiner Geheimtipp. Stichwort Tokio. Kann man nämlich auch im Regen ganz gut damit fahren. So, ja, ansonsten ist der ja eigentlich ziemlich voll. Gibt es nicht viel zu kaufen. Volles Getriebe haben wir gesagt, nehmen wir mit. So. Ja, das ist drin. Dann braucht man hier bloß unsere Motorkraftbegrenzer. Das wird wichtig werden. Und auch der Ballast. Ansonsten. Tippitoppi. Gut. Freunde des gepflegten Escudo. Rennhard, wir haben jetzt hier erstmal eine dritte Probierrunde. Bin ein bisschen gefahren. Also erstmal volle Möhre. Hey, Spoiler. Kein Turbo und sowas gibt es ja eh nicht. Also hier ist alles normal geblieben. Hat man gesagt, was haben wir gemacht? Relativ hochgelegt, also eigentlich so das Höchste, was es gibt, passt. Damit müsst ihr noch ein bisschen experimentieren. Ich glaube, das macht gar nicht so viel aus, wenn ich den jetzt ein bisschen tiefer lege. Sieht man das mal aus? Ich habe hier nochmal ein bisschen was verändert. Das bringt erstaunliche 6, 7, 8 Punkte und dadurch können wir hier 2, 3 Punkte hochgehen. Die beiden Sachen könnt ihr nur mal probieren. Das ist halt nochmal ein bisschen anders. Ist ja ganz ein Tick tiefer generell und ja, fährt sich eigentlich ein bisschen besser, finde ich. So, hier wir sie 700 Leistungspunkte Setup für den Escudo. Ja, im Prinzip ein bisschen tiefer hier, da kann man natürlich noch ein bisschen variieren. Weil blau ist die Änderung zum letzten Setup, genau. Ja, ihr könnt auch noch ein bisschen experimentieren. Ich habe das jetzt einfach mal so, ist für mich ganz okay. Ausgegangen bin ich von dem 800er LP. Hab hier ganz schön was geändert, weil er mir einfach beim Bremsen teilweise hinten ein bisschen zu instabil war. Highspeed runter, hier wird er nicht rundherum kommen. Volle Möhre Ballast rein. Vorne habe ich ihn jetzt deutlich runtergenommen, das bringt aber relativ viele Punkte. Also weniger Abtrieb. Ja, Motorsteuerung 75, gar nicht so viel weggenommen davon und ja, gut. Wir gucken mal, 700er Rennen. So, schauen wir mal. Ich hoffe, das geht jetzt vom Windgeräusch. Ich habe Klimaanlage an, bei uns ist halt Schweineheim. So. Ja. Geht, das hat noch genug Grip auf der Vorderachse. Vielleicht kann ich das beim 800er Setup sogar auch noch ein bisschen korrigieren. Ah ja, zu früh gelobt. Aber fährt sich auf jeden Fall nice. Nicht so dieses typische Rallye-Auto-Manier-Ding. Fährt sich besser als das 800er Setup fast. Gut, hinten kann er noch ein bisschen härter vielleicht. Aber kannst du machen. Also okay. Fahrbar das Ding. Ja. Nochmal der Hinweis. Gerne abonnieren. Ich werde versuchen echt viel für GT7 noch zu machen. Lasst ein Abo da, ein Like sowieso, wenn es euch ein bisschen gefällt, was ich tue. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Auch mal eure Erfahrung mit dem Pikes. Ist, glaube ich, jetzt mein viertes Setup zum 800er LP. Ist jetzt aber besser als anders. Ich habe jetzt hier nochmal runtergegangen. Ich gehe sogar hier noch. Den Stabi machen wir noch härter. Das ist besser, dann ist der nämlich ein bisschen, ja, liegt ja mehr straßenmäßig, ne? Dann ist der nicht ganz so rallye-lastig. Hauptsächlich hier vorne ein bisschen runtergegangen, dass der nicht so scharf einlenkt. Ja, ansonsten hier Differential komplett geändert. Dadurch könnten wir hier fast volle Motorkraft geben.
Leistungsanpassung auch hoch, bisschen weniger Ballast, fertig, aus. Coole Sache. So, probiere ich jetzt mit euch auch nochmal aus. So, wir fahren gleich mal los. Getriebe kann man sicher noch optimieren, das ist ja relativ kurz übersetzt. Das ging hier ein bisschen so gemacht, das weiß ich noch nicht genau. Ach shit. Muss halt das Lenkrad auch anmachen, ne? Jetzt nochmal. Machen nochmal. So, fahren gleich mal los. Ich hatte beim ersten Mal das Lenkrad noch nicht angeschaltet, auch doof, ne? Getriebe kann man hier noch optimieren, denke ich. Das ist hier relativ kurz übersetzt. Das kann man bestimmt ein bisschen besser machen. Was ich jetzt hier mal beobachten möchte mit euch zusammen, ist der Benzinverbrauch vom Papa. Ey, merkt, der muss wirklich schalten wie ein Vieh. Ja, da kommt ja nicht mal so mit dem Heck geflogen, das ist gut. Fährt sich mehr tourenwagenmäßig, das ist gut. Dank so kommt man. Ah, ich hab mich verschalten, Mann! Kommt man ganz gut mit, eigentlich. Ah, ich bin halt echt zu viel Setup-Schalt gefahren. Irgendwie ist mein Kopf ein bisschen Nülle. Also, ihr seht, leistungsmäßig geht das hier definitiv. Jetzt kommt, wir uns gleich mal den Verbrauch kümmern, hä? Ich bin jetzt bei 270. Das ist vielleicht sogar ein Tantik zu wenig. So, also... Ich bin jetzt nicht perfekte Runden gefahren, aber kriegst du eigentlich ganz gute Rundenzeiten hin. In der Runde wird es irgendwie... jeden Fall schneller als mit dem Mercedes gehen. Heißt, man kann sich hier wahrscheinlich ein bisschen Zeit sparen. Andererseits werden wir, oh Gott, definitiv einen Stopp mehr machen müssen. Also wir haben hier mit einer 2-Stopp-Strategie gefahren. Ihr könnt gerne mal kommentieren, ob ihr es irgendwie hinkriegt, mit welchen Spriteinstellungen ihr das schaffen würdet, hier vielleicht mit einer 1 hinzukommen. Ich fahre einen Scheiß hier heute.